Unser Zentrum hat ja ein Leitmotiv, das ist Environmental Health, also Gesundheit und Umwelt. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir Menschen in unserer Umwelt und von unserer Umwelt leben. Und deshalb ist die Beschäftigung mit der Umwelt ein wichtiges Thema für uns. Und es wird immer ein wichtiges Thema bleiben. Auch wenn Sie die Dinge sehen wie globaler Wandel oder Klimawandel, die große Einflüsse auf unsere Umwelt haben, können Sie erahnen, wie schwierig es sein wird, hier unsere Lebensstandards aufrechtzuerhalten. Und dazu brauchen wir auch die Umweltforschung. Wir wollen natürlich mit dem Gesundheitsbereich zusammenarbeiten. Die Synergien sind zunächst mal auf der methodischen Ebene, das ist klar. Und inhaltlich spielt natürlich eine große Rolle, wie wirkt sich der Klimawandel zum Beispiel auf die Allergenität von Pollen aus? Wie wirkt sich der Klimawandel aus auf Humanpathogene in der Umwelt? Das sind Themen, die gehen uns und die Gesundheitsforschung an. Die Arbeit als Wissenschaftler ist einfach ungeheuer vielfältig. Kein Projekt gleicht dem anderen. Und natürlich haben wir sehr viele Organisationsaufgaben, aber letzten Endes ist es so, dass die Neugierde auf neue Projekte immer noch vorhanden ist. Und das ist ein Teil meines Berufs. Also ich versuche mir, Zeit zu bewahren für eigene wissenschaftliche Arbeiten. Dazu gehört auch, dass ich noch meine eigenen Doktoranden habe und die auch betreue. Das macht Spaß. Die Fähigkeit zur eigenständigen Arbeit ist eigentlich das Wichtigste, was Sie hier lernen sollen. Die braucht Enthusiasmus, klar, eine große Portion Neugier, aber auch eine hohe Frustrationstoleranz, denn manchmal läuft es halt doch nicht so glatt, wie es eben geplant war. Also mein größter persönlicher Wunsch wäre, dass wir hier in diesem Institut noch lange gute Pflanzenforschung betreiben können und dass wir hier auch in dieser Münchner Wissenschaftslandschaft, die ja ungeheuer viel bietet für Pflanzenforschung, dass wir uns hier nach wie vor ein gutes Zuhause haben.